Hallihallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Einmal kurz Teile plündern. Und da schreit wieder ein kleiner. Ach, ich finde diese super effiziente Babypflege echt toll. Ein Buch zu Ende schreiben, das sollten wir wirklich mal tun. Ich habe ja das Merkmal geholt, dass sie jetzt mit mir Bestseller schreibt, oder Meisterwerke heißt das ja. Wo schreiben? Danke. Buch schreiben. Was schreiben wir denn mal? Ein bisschen Poesie. Schreiben mal ein Poesiebuch. Ihr geht's ja soweit ganz gut. Silas, ob ich ihn mal treffen möchte. Du kannst doch mal vorbeikommen. Gut. Du hast Dateplan. Du kennst doch noch gar niemanden, Mädel. Wir sind ein Dateplan. Mann, Mann, Mann. Aber süß. Sehr süß. Du gehst da mal duschen. Oder kennst du schon jemanden? Ich war ja noch nicht in der Schule. Das ist dein Daddy. Genau, das ist der Vampir, ist der Daddy. Aber schade, dass wir kein Vampir sind. Ich dachte wirklich, es hätte geklappt. Aber schade. Ja, hör doch mal auf zu trainieren. Stinkt schon. Hallo? Ach, jetzt. Okay. Wieso kennt er so... was? Wieso kennt er so viele? Woher? Hä? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Sehr, sehr, sehr strange. Das ist wirklich strange, aber gut. Du redest schön mit dir selbst, hast ein Level up. Sehr gut. Hausaufgaben sind auch noch nicht begonnen. Wieso habe ich einen Spinatfrittata hier drin? Hä? Was? Okay, das essen wir mal. Ach so, das ist eh schon aufgegessen. Gut. Okay, dann ist ja gut. Das sollte ich auch mal wieder rauslegen. Diese Booster-Packs, dass ich da mal aufpassen. Das tun wir mal weg. Das lege ich auch mal raus. Die kann ich verkaufen, die Grundschulhausaufgaben. Und dann machen wir mal Hausaufgaben. So. Okay, was hast du noch Schönes einstecken? Du hast auch noch was einstecken. Ist aber auch leer. Gut. Hier haben wir auch noch Booster-Packs. Und einmal. Und weg damit. Und weg damit. Und Hausaufgaben machen. So, so, so. Ach ja, den Müll habe ich noch nicht weggeschmissen. Wo ist er denn? Da ist der Müll. Und zack. Ach, dass das Bücherschreiben so lange dauert, ist schade. Oh, hier schaut's aus. Soll es auch mal aufräumen. Gut, gut, gut. Ist hier jemand? Ach, da. Was können wir denn heute nach dem Buchschreiben noch machen, um Geld zu verdienen? Mal ein Gemälde malen. Den Babys geht's Gott sei Dank gut. Sollte vielleicht schauen, die relativ früh zu Kleinkindern werden zu lassen. Aber jetzt tun wir erstmal das Buch fertig schreiben. Oh, du hast die Hausaufgaben schon fertig. Wow. Ah, bitte einstecken. Jetzt lass sie doch nicht immer da rumliegen. Ach, Leute. Du hast Hunger? Na, Teller weg. Öffne das, was verdorben. Ah, jawohl. Das kann man auch mal wegstellen. Was? Schweinefleisch, süß, sauer. Gut. Einmal
Die super effiziente Babypflege. Ich finde die super. Und einmal aufräumen. Und ein Landschaftsgemälde. Sehr schön. Beschämt? Warum bist du jetzt beschämt? Weil du keine Stäbchen essen kannst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und du hast die Hausaufgaben auch liegen lassen. Gut, dann tun wir erstmal hier weg. Ich vergaß. Na komm, wird grün. So. Du stellst dich echt an, ne? Nimm doch einfach eine Gabel. Mann, 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 doch. Okay, einmal Buch an Verlag verkaufen. Brauchen mehr Kohle. Level 2 der Fitnessfähigkeit schon erreicht. Okay. Sehr schön. Das läuft doch. Könntest du danach eigentlich auch mal machen. Kannst auch mal ein bisschen mit rutschen. Rutschen, rutschen, rutschen. So. Gegessen hast du eigentlich, bist du eigentlich satt. Was? Level 3? Sag mal, wie schnell levelt der denn bitte die Fitnessfähigkeit auf? Hä? Was ist jetzt los? Oh, eine Trickkatastrophe. Gut. Mal ein schönes Landschaftsgemälde. Bist du fertig? Du musst auch was essen. Sehr gut. Mach das. Jess muss auch mal wieder kochen. Ach, die muss alles immer machen, die Arme. Tut mir voll leid. Naja, das war wohl nix, ne? Ein Satz mit X. Alter, die ist so dünn. So, und auf Klo muss auch mal. Wo ist denn Tasse? Aber schön, bisschen Spaß. Oh, und wir müssen noch die neuen Betten beanspruchen. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Die schlafen immer noch in den Kinderbetten. Beanspruchen. Und du beanspruchst das. Schuderlein, du gehst dann mal nach dem Essen. Oh Gott, wenn der so weit ist, braucht man noch ein bisschen länger. Du musst auch mal auf die Toilette. Und mit dir trainieren. Kannst du gerne machen. Ich verkaufe derweil mal das Bild. Immerhin, 688 Simoleons. Immerhin. Und kochen musst du auch mal. Abendessen servieren. Was machen wir denn mal? Falscher Hummer. Kostet aber so viel Geld. Boah, Hummer-Tortellini. Mach mal Hummer-Tortellini, bitte. Dum, dum. Dum, 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 dum. Bist du eigentlich noch gar nicht müde? Kannst du noch ein bisschen ferngucken? Kannst du auch ein bisschen zocken, wenn du magst? Spielen? Er geht auf Klo. Oder doch nicht? Er hat sich's gerade anders überlegt. Keine Ahnung, warum. Warum? Kannst du mal ein bisschen mit deiner Schwester plaudern? Über Schwarm flüstern. Respekt zeigen. Nase schnipsen. Macht mal gemeinsames Foto. Bisschen rumblödeln. Und Geheimnis verraten. Macht es mal. Tut mal ein bisschen mit euch besser kennenlernen. Warteschlange voll, was soll das denn?
War doch noch gar nicht voll. Wieso gehst du jetzt auf Klo? Hä? Geht ihr denn hin? Signature. Ach so. Ja, Geheimnis nur, dass es kein anderer hört. Loose. Uxaloy Sarabin. Mit Schwarmmücken. Whitney Ufa. Über Schwarmflüstern. Boom, bitte. Ach Gott. Pinocchio Marble. Oh mein Gott. Von liebsten sozialen Medien schwärmen. You know what? Morbi Vumu. Zerpa. Bonja. Ambira. Dorma Say. Oh. Go. Frolis. Subnea Gao. Oh, Sabava. Guck mal die Sterne. Oh, Yumbala. Nein, 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 nein. Oh, yes. Phenaxa. Nach Techtelmechtel fragen? Hast du schon? Also echt. Komm, schaut mal die Sterne. Du gehst da mal hoch und kleine Maus schreit. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Kümmer dich um die kleine Maus. Los jetzt. Das tun wir mal in den Kühlschrank stellen. Lecker Hummer. Boah, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Würde ich jetzt auch essen, echt? So lecker. Ich mal schlafen. Und zack. Bei euch so. Läuft. Bist auch müde, ne? Du solltest auch mal schlafen gehen. Solltest auch mal schlafen. Brauchst dich nicht anschauen. Du auch. Wo ist denn meine? So, euch geht's gut. Wird langsam Zeit, ins Bett zu gehen hier. Die Tage verfliegen hier echt. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Aber morgen müsste definitiv in die Schule. Und wenn ihr in der Schule seid, lasse ich die kleinen... Oh, das lasse ich die kleinen Mäuschen mal... Ja. Lass sich die kleinen Mäuschen zu kleinen Kindern werden, damit die Chess wieder schwanger werden kann. Ja, ist ja gut, die Mama kommt ja schon. Ich finde diese Babypflege super, ehrlich. So, gehen wir noch mal eine Runde schlafen. Ich glaube, sie hat als erstes ausgeschlafen. Ja. Oh, jetzt war ich erschrocken. Ich dachte, schreit schon wieder jemand. Oh, doch beide. Verdammt. Stopp, dann muss ich wieder anders koordinieren. Einmal sie. Tu mal frischen Duschen. Und du? Du duschen so. Du duschen so. Ach, gut, einmal öffnen. Was haben wir hier verdorben? Das da? Leer. Ach hey, haben wir ein tolles Frühstück hier. Was ist ja der Wahnsinn. Du solltest aufstehen und Frühstück machen, bitte. Frühstück, Ameritta-Ei Benedikt, Obstsalat, Omelette, Pfannkuchen, Rührei mit Speck. Ei Benedikt, es gibt Ei Benedikt zum Frühstück. Oh, und zieh dir doch was an. Kleider ausziehen? Nein, 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 nein. Mach ich nicht. Ach, das Kleid ist so schön. Yes.
Da schreit schon wieder jemand. Huch. Du darfst was nehmen. Und du auch. Und du darfst danach auch weiter essen. So. Koordination habe ich noch. Bisschen zumindest. Ach, die schaut so cool aus. Gefällt mir mega. Das Outfit gefällt mir echt ziemlich gut. Super toll. Gott, wir müssen auch noch Fotos machen. So, einmal Kühlschrank. Müssen wir auch noch Fotos machen. Kann man echt mal machen. Selfie-Toll. Du auch. Ach nein, warte, stopp. Erst draußen. Ich mag drinnen die Bilder nicht machen. Ich will die immer draußen machen. Das ist schön. Dann gehen wir mal dahin. Und dann ist Selfie-Time. Sie geht mit dem Frühstück hin, okay. Oh Mann. So war das jetzt nicht geplant. Nee, dann machen wir es nach der Schule, egal. Nein, nicht aufwaschen. Ach, verflixt. Oh, wir haben es doch noch geschafft. Cool. Oh, schau mal, wie hübsch sie ist. Oh mein Gott, ist sie hübsch. Du bist echt hübsch. So. Voll die Hübsche. Nein, 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 nein. Geh da mal hin. Obwohl, nee, das schaffe ich jetzt vor der Schule nicht, weil jetzt geht's in die Schule. Tja, und da sind sie weg. Also tschüss. Wie geht's dir? Du gehst gerade duschen. Finde ich gut. Okay, du badest. Das ist auch in Ordnung. Und dann gehen wir mal hoch zu den Rackern. Oh, wer von euch war der Erste? Ist eigentlich egal, ne? Jonas. Älter werden und dann älter werden. Oh, sind die nicht süß? Die Babys und Kleinkinder sind schon so süß animiert. Gefällt mir. Geschenke! Johannes, du bist ein total albernes Kind. Na? Ja, Bizarsel. Oh, ihr Name? Noxa? Voll süß. Oh, Javon. Okay, und? Lien, lange Haare, nein. Lien ist wild. Wieso schaust du aus wie ein Mädchen? Finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Aber hey, wir haben mal braune Haare. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Braune Haare. Gut, sehr schön. Was ist denn los? Neues Geschwisterkind. Ja, das Leben ist nun mal so. Du. Tut mir ja leid, ne? Aber so ist das. Oh. Oh Gott, ist das goldig. Oh, immer spielen. Wo gehst du denn hin? Du gehst
Christ runter. Kleider ausziehen kriegen wir hin, mit Spielzeug spielen kriegen wir hin. Und was mit Puppen spielen, das machen wir jetzt gerade. Ein Klassenvortrag, na, geben wir natürlich alles. Ganz klare Sache. Gut, dann haben wir das. Dann tun wir mal Kleider ausziehen. Voll süß. Herumlaufen. Oh, wie cool. Na, ist alles gut bei euch? Sehr gut. Warte mal. Was? Wo gehst du denn hin? Hallo. Wahnsinn. Stimmt gerade was nicht? Mit Puppen spielen. Viele. Ringen? Was? Ernsthaft? Oh, cool. Es ist ja echt cool, ne? Was machst du denn jetzt? Planschen? Sag mal, das ist mit Puppen spielen. Du kannst die Treppen nicht laufen. Ja, dann sag das doch. Dann hol doch deine Mama zu Hilfe. Schau, da ist es schon. Hochheben. Hier unten hin. So. Kriegen wir schon. Gut. Du kannst ja hier mal brabbeln. Und Spielzeug spielen. Wir nehmen mal den Roboter. Zuschauen. Was willst du da zuschauen? Puppen spielen. So. Und du? Oh. Voll süß. Umarmen. Könnten aber trotzdem mal ein Bildlein malen, dass wir wenigstens jeden Tag ein bisschen was machen. Ein großes, klassisches Gemälde. Na ihr? Könnt ihr eigentlich gegenseitig irgendwas machen? Liebevoll umarmen. Brabbel. Was ist das denn? Ja. Pfui, in Toilette planschen. Tschüss. Zuschauen, Stofftier reden. Stapelblöcken spielen. Stapeln. Bestimmt, hör doch auf zu weinen. Oh Manu. Gott, ist das knuffig. Ah, ist das knuffig. Oh. Brabbeln. Was haben wir denn hier noch? Lustig? Gemein? Oh nö, müssen nicht gemein. Zuschauen. Du hast Hunger, ne?
Okay, wir können dir echt mal was zu essen geben. Essen geben. Und dann die andere Dame. Ah, Herr, ich gleich, wollte schon gleich Dame, Mädchen sagen, aber ist doch ein Junge. Und lüge nicht an, es gibt keine Pizza. Aber gut, wie es hier weitergeht, dann müsst ihr in der nächsten Folge wieder mit einschalten. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Und wie gesagt, immer mal Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Ich sag dann mal tschüss.